Zeit, Mann! Keine Aufnahme! Keine Aufnahme!
nicht alleine schlagen. So Mannschaften kannst du schlagen, dann schlägst du. Dann bist du nächste Woche in Trier. Gegen den Balinger SC. Ich begrüße Dennis Bührels an meiner Linken für die Gäste, Oliver Reck für unseren FC Rot-Weiß und der Gast hat zuerst das Wort. Bitte schön. Ja, also grundsätzlich sind wir froh, dass wir dieses Spiel noch gewinnen konnten. Das hört sich jetzt an, als ob das jetzt eine Überraschung gewesen wäre. Aber wir kennen die Spiele, man macht die Torschancen nicht und dann, wie kurz vor der Halbzeit, hat Koblenz nach dem Eckball den Pfostentreffer. Und dann fragst du dich, hey, wie kann das zustande kommen? Ja, und deswegen sind wir froh, dass wir unsere gute Leistung, unsere Anzahl von Torschancen auch dann in 3 Punkte umwandeln konnten. Wir haben sehr viel Spielkontrolle gehabt, mit Ausnahme nach dem 1:0. Da war dann Koblenz einfach schon ein Stück weit präsenter und hat dann auch, ich sage jetzt mal, 2 gute Torschancen gehabt. Aber ich glaube schon, jetzt ohne irgendwie überheblich zu sein, ich glaube schon, dass das Spiel sehr verdient für uns war. Ja? Und deswegen sind wir froh, wir haben zum ersten Mal in Koblenz gewonnen. Und es ist einfach schon interessant, wie wir nach 4 verlorenen Spielen jetzt 4 Siege haben. Und das ist einfach so, das ist auch zu begründen, wir haben einfach auch eine gewachsene Struktur. Wir haben wenig Eitelkeit, es ist gar keine Eitelkeit im Verein. Beispiel jetzt Axel Siefert steht hier auf dem Videocam hier und ich mache hier die Pressekonferenz und das ist völlig egal bei uns, ja? Weil wir wissen, wir sind ein kleiner Verein und wir müssen da voll zusammenhalten und deswegen bin ich froh, dass wir heute die 3 Punkte mitnehmen konnten. Und aus einer schwierigen Phase jetzt so gestärkt rauskommen. Dann sage ich Dankeschön und wo Oliver Reck draufsteht, ist auch Oliver Reck drin. Bitte schön. Ja, also erstmal Glückwunsch natürlich an den Gegner für diese 3 Punkte. Wenn man den Spielverlauf betrachtet, war das auch nicht ganz unverdient, muss man ganz klar sagen. Also so fair bin ich schon und das so anzuerkennen, dass der Balinger SC hier ein gutes Spiel gemacht hat und glaube auch verdient dieses Spiel gewonnen hat. Wir haben uns viel, viel mehr vorgenommen. Wir wollten den Gegner schon auch mehr beschäftigen, mehr mit unserer Art Fußball beeindrucken, aber das konnten wir nie ganz so über den gesamten Spielraum, immer wieder phasenweise, wo es zu erkennen ist, aber auf Breite des Spiels war das dann insgesamt von uns zu wenig, muss man ganz klar so sagen. Fußballerisch enorm zu wenig, weil das können wir besser, haben wir in den vergangenen, gerade in den Heimspielen, viel, viel besser gelöst. Dass wir heute wieder kein Tor erzielt haben, sagt eigentlich einiges. Wir haben unsere Probleme, auch personell, das sieht man. Ich musste ja, offensiv hatte ich keinen Spieler auf der Bank, den ich hätte bringen können. Das sagt eigentlich schon alles aus. Und wenn der Gegner wie einfach 3 neue Stürmer einwechseln kann, das habe ich nicht. Das hätte ich gerne gehabt in dem heutigen Spiel. Das hätte uns auch vielleicht ein bisschen mehr Mut gegeben oder Frische auf dem Platz. Das konnten wir nicht und das fehlt dann. Aber das ist keine Entschuldigung, weil trotzdem haben wir 11 gegen 11 gespielt und wir hätten es auch trotzdem besser lösen können. Waren vielleicht von der Anfangsphase ein bisschen beeindruckt, wo der Gegner das richtig gut gespielt hat und haben dann uns in dieses Spiel gearbeitet, immer mehr. Und hätten dann vielleicht vor der Halbzeit wirklich in Führung gehen können. Das wäre vielleicht auch nicht verdient gewesen, aber im Fußball gibt es kein verdient. Und haben es dann aber leider nicht 90 Minuten durchziehen können, dieses Spiel. Und es heißt, wie immer im Fußball, Arschbacken zusammenkneifen, kämpfen um jeden Meter. Diese Liga ist sehr eng, sehr ausgeglichen, mit richtig guten Aufsteigern dabei. Wir müssen uns wehren in allem, was wir haben und das werden wir tun auch in den nächsten Spielen. Wir werden
kein Spiel einfach herschenken, sondern für uns ist jedes Spiel ein Endspiel, das wissen wir. Und so gehen wir jetzt die nächsten Spiele auch an. Ja, dann Dankeschön an Oliver Reck und Feuer frei für den Kollegen von der Rheinzeit. Alles gesagt. Alles gesagt. Dankeschön. Dann sage ich danke fürs Kommen, wünsche dem Gast eine gute Heimreise und wir sehen uns wieder am 8. Oktober gegen Borussia.